Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Sonnenaufgangshoroskop. Ja, zu mehr hat es nicht gereicht, aber ihr wisst, in Zeiten des Sparprogrammes ist es halt so, dass wir auch bei den Horoskopen ein wenig sparen müssen. Jetzt hat die Astrologie gesagt, okay, ich verhalte mich kooperativ und für heute gibt es halt eben nur ein Linsengericht. Aber wie gesagt, Linsen sind sehr bekömmlich und ich glaube, da sind wertvolle Zucker drinnen. Das, glaube ich, muss man zu Linsenmus kochen und das ist angeblich ein ganz hervorragender Heilfaktor. Also bitte Linsengericht nicht unterschätzen. Naja, wie gesagt, wir haben die Sonne als Herrscher des 12. Hauses an der Spitze des 1. Hauses, logischerweise Sonnenaufgang. Das bedeutet, wir freuen uns alle über ein gleichmäßiges Ratlosigkeitsgefühl. Keiner weiß, wo es hingeht, aber wie gesagt, Plan und Ratlosigkeit sind gute Freunde und in der geplanten Plan oder in der ungeplanten Planwirtschaft. Ich weiß nicht, in welchem 5-Jahres-Plan wir uns gemäß Konfuzius dem Großen befinden, aber es könnte schon große Konfusion sein, welche da auf uns zukommt. Also sehr, sehr großartige Entwicklung und naja, es fällt auf, also es springt regelrecht ins Auge, diesen Aspekt kann man nicht lange zurückhalten. Der Mars hat es diesem Horoskop angetan, er steht außerplanmäßig an der Spitze des 10. Hauses und das ist schon mal eine sehr starke Ansage. Wir sehen hier auf der einen Seite Mars als Herrscher des 8. Hauses, Spitze 8, übrigens auch wunderbar mit Jupiter besetzt, im Widder. Und auch Spitze 3. Haus im Skorpion, ebenfalls von Mars regiert. Zunächst einmal könnte, ich meine, jetzt würdest du sagen, eindeutig, sie treten, die Stadtsipaten treten morgen zurück. Das ist dann wieder zu schön, um wahr zu sein, aber es ist leider zu wahr, um schön zu sein. Sie werden morgen nicht zurücktreten, weil ich glaube, dass dieses Sonnenaufgangshoroskop nicht ausreichend Kraft hat, um diesen Austauschprozess vorzunehmen. Wir sehen zudem Herrscher des 3. Hauses auch am MC. Das würde bedeuten, dass allmählich für Wirtschaft, Handel und Industrie die Lage sehr, sehr ernst wird, weil alles, was im 10. Haus ist, wird sehr ernst genommen. Und wir sehen dann auch die Kombination Herrscher von 3 und von 8 als Mars an der Spitze 10. Haus, dass morgen wieder der Niedergang der Wirtschaft, also Niedergang 8. Haus, Wirtschaft 3. Haus, sehr, sehr auffällig ist, sehr augenscheinlich ist. Aber was ich glaube, was auf einen Tag bezogen noch stärker ist, ist das 3. Haus als Medien betrachtet. Und wenn wir hier sind, die Medien, die Manipulation, die Machtausübung der Medien wird morgen offensichtlich wieder einen kleinen Kulminationspunkt erreichen. Also das heißt, in der Wahrheitspresse können wir morgen wahrscheinlich wieder mit beeindruckenden Schlagzeilen rechnen. Also das heißt, Schlagzeilen, da ist eine Links-Rechts-Kombination wieder für den gesunden Menschenverstand, aber wir wissen, die Kampagne nimmt wieder Fahrt auf, also sie wollen wieder den Herbst durchspritzen, also das heißt, üblicherweise heißt ja bei uns im ich will nicht sagen Dialekt, das ist eigentlich ja, das ist nur Gemeinsprache, etwas spritzen heißt auf etwas zu verzichten oder etwas sausen zu lassen, ja, wenn man sagt, ah, das habe ich gespritzt, das heißt auf gut Deutsch, das habe ich mir erspart, ja, diesen Kelch habe ich an mir vorüberwandern lassen. Und wir sehen halt eben morgen, ich würde sagen, über die Kulmination und schauen wir mal, ob hier das Thema der Themen, das einzige Thema, um was es geht, auch involviert ist. Spitze 6. Haus steht im Wassermann, allerdings im 9. Haus, hat jetzt hier mit dem, würde ich sagen, keinen Aspekt. Schade, schade, aber zumindest der Saturn steht im Quadrat zum Mars. Habe ich das richtig gesehen? Nein, falsch, Irrtum. Verzeihung, der Saturn hat ja noch etwas viel Besseres. Der Saturn hat einen Spiegelpunkt, und zwar einen so genauen, den ich noch nie in einem Horoskop zufällig gesehen habe. Mars 9 Grad 47, Saturn 20 Grad 13, das zusammengerechnet ergibt exakt auf die Minute genau 30 Grad. Das ist Premiere heute. Sowas hatten wir noch nie. Ja? Also das heißt, massivster Einfluss Saturns auf den Mars. Und das bedeutet, wenn wir das, naja,
Naja, auf die Medien würde das jetzt nicht so zutreffen, könnte aber sehr stark wieder mit Wirtschaft, Handel und Industrie zusammenhängen. Herrscher von 3 und von 8, Mars am MC im Spiegelpunkt zu Saturn, Herrscher des 5. Hauses. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgreich abgehängt. Was heißt das übersetzt? Das heißt auf gut Deutsch, eine marode Wirtschaft, 8 und 3, Spitze 10, hat größte Probleme mit dem Wachstum. Naja, ist ja logisch, oder? Ist ja logisch. Wenn eine Fabrik abgebrannt ist, dann wird der Warenausstoß am Folgetag wahrscheinlich nicht so groß sein. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist entsprechend hoch. Und hier sehen wir das auch, das ist eben Wachstum. Und das hat für uns natürlich dann auch sehr positive Rückkopplungseffekte. Also das heißt, statt an die oder in die Malediven wieder auf oder um oder unter den Malediven zu fliegen, ist ein Aufenthalt, wie sagt man, Neusiedlersee, Balaton, also Plattensee oder auch Chiemsee, sehr ans Herz zu legen. Also ist günstiger, man kommt mit dem Fahrrad hin, also durchaus in der Strampelreichweite vorhanden. Also das heißt, großartige Entwicklung, wir brauchen uns nicht mehr die Eincheck- oder Check-in-Formalitäten geben, sondern wir können gleich direkt aufs Pedal springen, Richtung Neusiedlersee, Neufeldersee oder wo auch immer hin. Großartig. Der Urlaub wird jetzt überschaubarer. Das hat alles seine Vorteile. Gut, also hier ein starker Aspekt und wir sehen auch zu allem Überfluss, dass der Mars auch zum Herrscher des 10. Hauses Merkur ein Trigon bildet, was an sich ein guter Aspekt wäre. Man könnte auch sagen, dass sich hier 8. Haus, dass sie hier die Sterzibaten elegant aus dem Staub machen wollen, kann ich nachvollziehen. Wir schauen einmal, ob es ihnen gelingen wird. Haben wir hier einen Spiegelpunkt? Naja, durchaus. Warum nicht großzügig sein? Wir haben auch einen sich anbahnenden, verschärfenden Spiegelpunkt, Merkur, Saturn. 1 Grad Toleranz oder in dem Fall 1,5 Grad Toleranz sind durchaus drinnen. Das heißt, hier werden unsere Sterzibaten-Freunde mit der Tatsache morgen des schrumpfenden Wachstums, Herrscher von 5 in 6 heißt Wachstum in Schwierigkeiten, mit dem schrumpfenden Wachstum konfrontiert werden. Wir werden uns sehr darauf freuen und wir sehen auch Herrscher von 10 und Herrscher von 1 im 2. Haus, nahe der Spitze, 2. Haus. Das bedeutet, unsere Sterzibaten-Junta und das ganze Land, unsere Heimat, sind sozusagen jetzt auf dem Rohstofftrip oder auf dem Finanztrip, kann man schwer sagen. Auf jeden Fall, auf irgendeinem Weg sind sie. Und wir sehen, dass jetzt natürlich das Thema Finanzen und Rohstoffe herausragende Bedeutung hat. Und wenn wir schon bei diesem Thema sind, dann suchen wir mal die Herrscherin des 2. Hauses und wir finden sie in der Venus im 12. Haus, denn die Venus beherrscht auch das 9. Haus, Spitze 9 im Stier, Herrscher von 9 in 12. Zwei sehr interessante Aussagen. Das eine bedeutet, Finanzsystem, Rohstofflage im 12. Haus, unklar, unsicher, ratlos, in der Jungfrau, naja, im Fall, also im Falle eines Falles, ist die Jungfrau Venus jetzt nicht allzu glücklich, aber im 12. Haus steht sie wieder im Haus der Erhöhung, also ein netter Widerspruch. Ich würde sagen, Erhöhung hin oder her. Herrscher von 2 und 12 bedeutet Unklarheiten und Auflösung. Und wir sehen diesen Auflösungsprozess auch morgen fortgesetzt. Hatten wir in etlichen Horoskopen Herrscher von 9 in 12. Das heißt, in der Ferne liegen die Sterne, Stars and Stripes auf der Titanic. Und auch im fernen Osten, würde ich sagen, ist auch nicht mehr alles, wie sagt man, das Grüne vom Ei. Also das heißt, wir haben hier durchaus eine herausfordernde Situation im Bereich der Weltwirtschaft, gar keine Frage. Wie es so schön heißt, keine Frage, keine Antwort. Gut, ich muss ein bisschen mit den Informationen geizen, bitte um Vergebung, weil ich möchte für den dritten Teil auch noch ein wenig übrig lassen. Und resümierend können wir halt eben sagen, dass der morgige Tag wieder neptunisch sein wird. Und zwar Herrscher von 12, das heißt wieder die Verbindung zwischen Jungfrau und Fische-Energie. Ja? Herrscher von 12 steht für Fische-Energie, Sonne der Jungfrau, logischerweise für die Jungfrau-Energie. Ja, manches ist gar nicht so leicht zu erkennen. Und wir sehen auch, dass bis 17. September wir in eine Opposition zwischen Sonne und Neptun hineinlaufen. Und wir sehen auch, dass
Neptun, den ich mit einem Zug, ja, also das ist nicht ein, kein offizieller, also mit Schiene, sondern er zieht, ja, vom Zug. Ja. Oder wenn man das Fenster aufmacht, ist auch ein Zug. Und zwar Neptun ist auf 24 Grad und Sonne auf 14 Grad in Opposition. Das heißt, wir sind schon innerhalb des Bereiches, wo ich sage, Neptun hat einen großen Zug, während zum Beispiel die uranische Energie eher scharf abgegrenzt ist. Und sehen wir hier die Vereinigung zwischen der Jungfrauenergie und der Fische-Energie. Also eine, wie sagt man, naja, sehr spannendes, sehr, sehr interessantes Ereignis. Gut, ich meine, bevor du vor Langeweile vorm Hocker fällst, würde ich sagen, stolpern wir in den dritten Teil und danach geht's hinaus in die Botanik. Ende.